Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Mach mehr Spaß, verschenkst du nicht. Disney's kurze Pause. Da sind wir alle bei dir zu Hause. In Disney's kurzer Pause. Deshalb hat der Direktor beschlossen, dass die Schüler einen Promotion-Film über ihre Schule drehen. Dabei sind der Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt. Prima, wer will Regie führen? Ich, liebste Katharina. Ich präferiere eine Entscheidungsfindung, die auf dem Ausbildungsniveau der Schüler basiert. Ich schlage eine vor, die auf dem Erfolg bei den Mädels basiert. Ja, und ich finde, sie sollte auf Erfolglosigkeit basieren. Nein, nein, auf Schönheit. Okay, Leute, wir machen das ganz demokratisch. Ja, wie? Sag schon. Okay, wer das hier fängt, hat gewonnen. Ich hab gewonnen! Gut, vielen Dank. Der Nächste, bitte. Name, bitte. Hey, Strebi, ich bin's, Tonne. Ich bin nicht Strebi, ich bin der Regisseur des Schulfilms. Verzeihung, Herr Regisseur, ich hab's nur eben mit unserem Schulstreber verwechselt. Werter Herr Anton, die Auswahl der Hauptakteure ist eine ernste Angelegenheit. Also, zeigen Sie mir jetzt bitte, was Sie können. Klar, Mann, ich kann super lachen. Jede Art von Gelächter. Ich kann zum Beispiel lachen wie der Teufel. Ho, 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 ho. Gut, und was noch? Und ich kann lachen wie der Weihnachtsmann. Ho, 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 ho. Gut, vielen Dank. Rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an. Aber ich kann noch viel mehr. Nein, danke. Der Nächste, bitte. Yeah, wir sind die Mo-Lips. Das ist eine Mischung aus Mo und Philipp. Mo-Lips? Gut, und was könnt ihr? Mein Brother, wir singen einen Wahnsinns-Rap. Yeah, wir sind die Mo-Lips. Wir sind die Mo-Lips. Los, Brother Mo. Los, Brother Flip. Wir sind die Mo-Lips. Wir sind die Mo-Lips. Yeah. Gut, vielen Dank. Ich melde mich. Alles klar, viel Spaß. Hallo, Ebi. Oh, liebste Katha. Auch durch die Kamera ist dein Antlitz einzigartig. Danke. Soll ich jetzt mit dem Vorsprechen anfangen? Du hast die Hauptrolle. Ey, aber ich habe doch noch gar nichts gemacht. Allein deine Anwesenheit ist mir genug, um zu wissen, dass du die Richtige bist. Und das nennst du nichts? Oh, na dann, danke. Ach ja, es war ja schon immer mein einziger und größter Traum, Schauspieler zu werden. Aber das kann ich unserem Regisseur ja nicht so einfach sagen. Geht mir auch so. Wie gerne hätte ich in unserem Schulfilm mitgespielt. Ja, aber der Strebi, Eberhard, der ist so genial. Der weiß am besten, wer sich eignet und wer nicht. Wir haben einfach zu wenig Talent. Wie gerne hätte ich meinen Enkelkindern erzählt, also euer Opa, der hatte mal einen ganz großen Augenblick im Leben. Der hat nämlich in dem großen Schulfilm von dem großen Regisseur Eberhard mitgespielt. Aber der Zug ist wohl abgefahren. Jungs, nein, aber nein. Also gut, wenn eure Leidenschaft für die Schauspielkunst derart grenzenlos ist, dann sollt ihr auch im Schulfilm mitwirken. Danke, Strebi, danke. Und ich spiele im Schulfilm mit. Yeah! Strebi, du hast es so gewollt. Wenn ich in Hollywood meinen Oscar bekomme, dann sage ich allen, dass du mich damals beim Schulfilm nicht wolltest. Aber nein, Julia. Also gut, du darfst auch eine Rolle haben. Ja, endlich hast du begriffen, wer hier der Star ist. Und was ist mit mir? Oh nein. Wie sage ich das denn jetzt? Na gut. Also Anton, aufgrund deiner besonderen schauspielerischen Begabung bin ich zu der Überzeugung gekommen, dir die ehrenvolle Aufgabe des Kameramanns zu übergeben. Also schau hier, du musst nur diese beiden Tasten hier drücken. Die grüne Taste, um die Kamera anzuschalten und die rote, um sie auszuschalten. Ist es dir möglich, das zu meistern? Eine grüne und eine rote. Boah, das ist ganz schön schwer. Aber ich denke, ich schaffe das. Ho, 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 ho! Kamera ab. Kamera läuft. Und Ton läuft auch und Action. Herzlich willkommen in unserer wunderbaren Schule. Hier lernen wir alles, was sich zu lernen lohnt. Wir lernen Deutsch, Geschichte, Erdkunde und Mathematik. Wir sind auch sportlich sehr aktiv. In Kunst lernen wir etwas über wahre Schönheit. In den Pausen ist Zeit zum Essen und zum Spaß haben. Es ist genau
genau die Schule, von der jeder Schüler träumt. Aus, danke, das war großartig. Oh, Eberhard, du bist so ein toller Regisseur. Ich kann es gar nicht abwarten, den ganzen Film zu sehen. Vielen, vielen Dank. Oh. Wir haben da ein Problem. Nicht jetzt, Anton, nicht jetzt. Aber es ist echt wichtig. Oh, was kann denn nur wichtiger sein als ein Kuss dieser bezaubernden Fee? Sie wird mich lieben, wenn sie erst den fertigen Film sehen wird, in dem sie die Hauptrolle spielt. Und du, mein Guter, du hast mir dabei geholfen. Aber genau da liegt doch das Problem. Ich habe vergessen, die Kamera anzuschalten. Und du bist dir also ganz sicher, dass dein Plan geraten wird? Klar, Strebi, astrein, vertrau mir. Das merkt am Ende niemand. Nun denn, Kamera ab. Und Kamera läuft und Action. Herzlich willkommen in unserer wunderbaren Schule. Hier lernen wir alles, was sich zu lernen lohnt. Wir lernen Deutsch. Geschichte. Erdkunde und Mathematik. Wir sind auch sportlich sehr aktiv. Was gibt das denn? Machst du dich über mich lustig? Aber nein, das ist doch nur moderne Kunst. Katharina, du weißt, der Direktor meinte, unserer Kreativität seien keinerlei Grenzen gesetzt. Und somit dachte ich, ein paar verfremdende Elemente könnten dem Ganzen eine gewissen verleihen. Ich glaube, bei dir pfeift es und mit dir wollte ich heute Abend ins Kino. Oh nein, Katharina, nein, warte doch, ich kann dir alles erklären. Das ist genau die Schule, von der jeder Schüler träumt. Ho, ho, ho. Aber der Zug ist wohl abgefahren. Ich will das nicht mehr, oder? Los, los, los.